Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Schlemmer Lounge. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid in der Zeit, wo ich nicht da war, mir nicht verhungert und seid jetzt voller Vorfreude aufs neue Video. Wird zwar nur in der Kategorie keine Zeit, kein Bock, aber tierischen Kodamm sein, also wirklich eine Kleinigkeit, die recht fix geht, aber ich denke mal so, für einen Einstieg ins neue Jahr ist das gar nicht schlecht. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, über die Feiertage habe ich YouTube und Facebook und Twitter einfach mal Twitter sein lassen, quasi. Und habe in der ersten Januarwoche noch eine Woche Urlaub rangehängt. Und weil es so schön war und man ja auch mal zur Ruhe kommt nach dem Arbeitsalltag und nach den Feiertagen, viel los gewesen und so weiter. Ja, weil man sich ja sonst nichts gönnt, habe ich mir gedacht, schiebe ich nochmal eine Grippe ein. Naja, kam eins zum anderen, aber jetzt bin ich ja wieder da und ich hoffe, wir machen frisch, fromm, fröhlich weiter. Heute zeige ich euch, wie man Pizzabrötchen anders macht, beziehungsweise nicht die Pizzabrötchen, wie ihr sie kennt, sondern ist eine ganz simple Sache. Also man geht eigentlich vor, als wenn man sich eine Pizza selber belegen würde. Ja, das heißt, anstatt des Pizzateigs kauft man sich einfach ein paar normale Brötchen. Ich in dem Fall war bei Aldi und habe mir ein paar Brötchen gekauft. Ja, diese 6er Packs, ich glaube, die kosten gar nichts. Und das ist quasi meine Grundlage bzw. mein Teig. Für den Rest guckt man einfach, ich glaube jetzt über die Feiertage bietet oder nach den Feiertagen bietet sich das an, wenn einige zum Beispiel Raclette gemacht haben, ist da ziemlich viel übergeblieben. Ansonsten das, was ihr auch sonst auf eine selbstbelegte Pizza euch raufpackt, sucht ihr euch erstmal in euren Schränken zusammen und so. Wollen wir doch mal gucken, was der Vorratsschrank so mit sich bringt. Also ich für meinen Teil brauche auf jeden Fall, wenn ich mir Pizza selber belege oder wie gesagt die Pizzabrötchen mache, Mais. Das war es eigentlich schon aus dem Schrank. Ihr könnt wie gesagt auch alles andere nehmen, ob das jetzt Ananas ist oder ob das Champignons sind oder ob das Thunfisch ist oder ob das Spargel ist. Das ist also euch wirklich völlig selbst überlassen, was ihr darauf packt. Das war's hier. Und dann brauche ich auf jeden Fall ein paar Tomaten. Was haben wir denn noch hier rumfliegen? Wichtig ist, den braucht ihr. Ja, also das ist Kräuterschmelzkäse. Dann haue ich bei mir auf die Pizza Spatte Oliven. Darauf achten, dass die entkernt sind, ne? Wenn man mal genüsslich Oliven isst und man hat nicht drauf geachtet und beißt so schön auf den Kern, sollte man nicht so häufig machen. Außerdem Reibekäse, wie auch auf einer Pizza. Ich nehme da immer eigentlich Gouda. Dann Salami. Die ist von Aldi. Ist meine Lieblingssalami. Kostet irgendwie 1,99 €, aber die ist einfach großartig. So, und dann der hier. Dient mir quasi als Untergrund. Also anstatt von Tomatensoße nehme ich ein bisschen Knoblauchcreme. Ihr könnt natürlich auch alles wieder mal auch alles drin nehmen, wie zum Beispiel Hamburger Soße, großartig. Oder, das habe ich letztens bei Twitter gepostet, von Blockhaus, Hamburger Soße, ne, American Hamburger Soße. Die ist mal richtig gut. Also, da hatte ich mal eine Zeit lang Spleen und habe die einfach überall zum Dippen und Schmieren verwendet. Habe die heute Abend leider nicht mehr gefunden bei Edeka und von daher, ja, ist es jetzt das, was ich hatte und ich glaube aber, das reicht aus. So, wie ihr jetzt vorgeht, ganz Suche, ganz einfach. Ihr braucht eine Schale. Da schmeißt ihr jetzt quasi einfach alles kleingeschnippelt rein, was ihr auf die Pizzabrötchen packen wollt. Alles klein machen und einfach rein in die Schale. Ich weiß, gleich kriegt ihr wieder Plack, wenn ihr seht, dass ich die Salami mit der Schere da reinschneide, aber so mache ich das halt. Wenn ihr das soweit fertig habt, schnappt ihr euch den Kräuterschmelzkäse und macht da einfach mal nach Gefühl so ein bisschen rein. Lecker. Vermengt das Ganze damit. Flüssigkeit aus den Tomaten und so, die macht das Ganze nicht mehr ganz so zäh, also den Schmelzkäse.
Ach ja, ich habe so häufig gelesen, kalorienarm. Ich überlege mir da nochmal was. Ich weiß nicht, Ofengemüse oder so, würde sowas euch zusagen? Beziehungsweise, ich glaube, den Schafskäse, den hatte ich, Schafskäseauflauf, den hatte ich schon mal erwähnt. Sagt Bescheid, wenn euch sowas zusagen würde. Also, wenn das so aussieht, ja, und quasi alles eine Masse ist und nicht mehr durch die Gegend kegelt, seid ihr schon fertig. So, und zum Schluss schnappt ihr euch die Brötchen, je nachdem, wie viele ihr haben möchtet, schneidet die auf. So am Rande, wer keinen Schmelzkäse mag oder wem das einfach zu würzig ist, kann alternativ auch Frischkäse nehmen oder Creme Fraiche oder ja, sowas die Richtung. Letztendlich ist es eigentlich nur wichtig, dass man eine Masse bekommt, die zusammenhängt ist und nicht links und rechts vom Brötchen runterläuft. So, da nehmt ihr euch eure Soßen bzw. eure Grundlagen. Könnt, wie gesagt, auch Tomatenmark oder, wie heißt das? Ich weiß jetzt nicht, wie diese türkische Creme heißt. Ich hoffe, dieses kinderleichte Fastfood schmeißt euch jetzt nicht aus der Bahn. Und ich verspreche euch, es kommt auch wieder was Aufwendigeres. Nur heute zum Einstieg habe ich mir gedacht, ganz einfach. Wenn ihr überall so einen Esslöffel drauf gemacht habt, könnt ihr, müsst ihr aber nicht, noch ein bisschen Gouda oben drauf machen. Ich mach das. So, und zum Schluss schmeißt ihr den ganzen Kram nochmal 10 Minuten bei 180 Grad im Backofen und fertig sind die selbstgemachten Pizzabrötchen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Viel Spaß beim Nachmachen. Versprochen, es kommen auch wieder hochwertiger Gerichte, beziehungsweise ich habe mir die fest vorgenommen, so ein bisschen das Fastfood sein zu lassen und etwas mehr zu kochen. Etwas. Okay? Wenn ihr natürlich möchtet, dass ich weiterhin so Kleinigkeiten, die man schnell zwischendurch, wo man auch häufig die Sachen schon zu Hause hat, auf den Markt schmeißen soll, sagt Bescheid, lasst mich das wissen, denn nur wenn ihr mir sagt, was ich besser machen kann, kann ich es besser machen. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir ein Kombi unten, da müsst ihr aber nicht. Und bis zum nächsten Mal, euer Henning.